Hey Leute, ich bin's wieder, Ali. Im letzten Part wurden Ness und Paula gefangen genommen und jetzt heißt es Jeff for the rescue. Und hier was Witziges, sprecht diesen Typen an, der sagt euch, ich bin so wie der Tonys Geburtstagsparty ist morgen, ich habe jeden einzelnen Keks für jeden selbst dekoriert. Ja, aber das Witzige ist, ihr könnt jeden Keks einfach so mitnehmen. In jedem Geschenk befindet sich jeweils ein Keks. Und dann sagt er zu euch, Jeff, ich kann nicht glauben, dass du so grausam bist. Wenn du noch draußen gehst, besuche Maxwell, bevor du gehst. Er passt immer auf die jüngeren Studenten auf. Maxwell arbeitet immer noch hart unten im Labor. Übrigens, heutzutage laufen eine Menge wilder Tiere draußen rum. Ja, er deutet darauf hin, dass sich draußen viele, viele bösen, starken Tiere befinden, die Jeff möglicherweise nicht besiegen kann, weil er gerade mal Level 1 ist. Aber gut. Es kommt nun mal halt drauf an, was für Tiere das sind. Bist du Maxwell? Oh, Jeff und Tony, ihr habt mich erschreckt. Sucht ihr einen Mitternachtsimbiss? Ich habe einige Probleme mit meinem Projekt, wenn doch nur Jeffs Vater Dr. Andernachts hier wäre. Er wäre mir wirklich eine große Hilfe. Ich hörte, er ist echt erstaunlich. Er war der erste Anführer des Ultra-Wissenschaftsclubs. Des Ultra-Wissenschaftsclub. Ich hörte, er ist besser als Einstein und Heisenberg. Wow. Gerüchte besagen, er wäre auch etwas seltsam. Wenn du zum Umkleideraum gehst, nimm diesen Schlüssel mit. Er ist aber etwas verbogen. Cool. Und wir halten Schlüssel zum Schrank. Wenn du gehst, ruf mich an. Dann nehme ich dein Abenteuer auf. Das ist, als würde ich dein Spiel speichern. Hahaha. Okay, ich weiß nicht, ob das am deutschen Patch liegt oder ob der das wirklich sagt, aber gut. Ist auch egal. Aber ich finde es echt lustig, wie reale Bekanntheiten erwähnt werden, wie zum Beispiel Tom Cruise, Albert Einstein und Werner Heisenberg. Echt lustig. Der Schlüssel ist verbogen und passt nicht ins Schlüsselloch. Natürlich passt es nicht ins Schlüsselloch. Jetzt dürfen wir wieder zurückgehen. So. Dein Schlüssel funktioniert nicht. Hahaha. Der Schlüssel hat nicht gepasst, nicht wahr? Ich dachte mir schon, das würde passieren. Also habe ich etwas erfunden. Die Maschine, die Türen öffnet, besonders wenn du einen leicht verbogenen Schlüssel hast. Entschuldigung, die Unannehmlichkeiten. Und wir erhalten eine Maschine, die die Türen öffnet, besonders wenn man einen leicht verbogenen Schlüssel hat. Die Schlüsselmaschine, oh mein Gott. Wenn du wirklich Dr. Andernachts Sohn bist, dann sollst du kleine Sachen reparieren und in nützliche Gegenstände umwandeln können. Denk immer positiv. Ja, das ist das Coole an Jeff. Er kann kaputte Gegenstände wieder reparieren, wenn man dann irgendwo schläft, zum Beispiel in einem Hotel. Da kann er sie über Nacht reparieren. Und manchmal kommen coole Gegenstände bei raus. So. Die Schlüsselmaschine. Und leider ist der Schrank leer. Ja, ich weiß bereits, welche Schränke leer sind. Hier befindet sich ein Holmes Hut. Ausrüsten. Yay. So. Hier befindet sich eine Gummipistole. Yeah, Jeffs erste Waffe. Eine Gummipistole. So. Eine kaputte Luftpistole. Okay, die kann Jeff irgendwann reparieren. Und jetzt nichts wie raus hier. Ich hasse Internat. Oh mein Gott, was soll die Pose? Oh Gott, ich bin wieder so... Okay, benutze mich als Stufe und klettere über das Tor. Nun, das ist wohl der Abschied. Ich weiß nicht, ob du gehst oder warum, aber denk dran, wir sind beste Freunde für immer. Oh Gott, übrigens... Ist übrigens bestätigt, dass Tony schwul ist. Und hier, direkt vor dem Internat, befindet sich ein Shop. Und ich habe vergessen zu erwähnen, die Musik, die im Internat gespielt wird, das ist Snowman. Ein richtig, richtig geiler Song. Aber das, was ihr gerade hört, das ist auch ziemlich cool. So. Monkey! Ja, ja. Da ist ein Affe am Eingang. Nimm den Affen mit. Er ist wirklich laut. Wenn du eine Packung Kaugummi kaufst, kriegst du den Affen umsonst. Ansonsten kostet er dich was. Also, willst du ihn? Yes! Und das Kaugummi kostet mich nur einen Dollar. Nicht schlecht. Jeff erhält Kaugummi-Packung. Komm mit, Affe. Gib mir Kaugummi. Der Affe hat er das Kaugummi von Jeff bekommen und macht eine Blase. Stunt-Affe. Okay. Der Kaugummi-Affe schließt sich dir an. Okay, Affe, gehen wir. Auf zum... Hey, hallo? Komm mit! Oder ich zapp dich! Nein, ich bin nicht versagt. Okay, mal schauen, was sich für Monster hier in diesem Areal befinden. Oh mein Gott, eine abscheuliche Krähe. Komm her! Das erinnert mich an die Anfänge von Earthbound. Okay. So, das Dumme an Jeff ist, er beherrscht keine PSI-Attacken, aber dafür kann er gucken. Damit kann er die Stats der Gegner ablesen und ihre Schwächen herausfinden. Ziemlich nützlich.
so. Und man kann die Items der Gegner klauen. Jetzt zum Beispiel haben wir einen Keks geklaut. Und du bist tot. So, und ich weiß nicht, ob es mir nur so vorkommt, aber ich habe das Gefühl, dass Jeff anfangs stärker ist als Ness mit seiner Gummipistole. Nun gut. Oh, Streune sind auch hier. Interessant. So, und ein Zelt. So, warum ruhst du dich nicht kurz hier aus? Trink doch etwas. Vielleicht etwas Tee? No? So, warum ruhst du... Ey, du sagst ja genau dasselbe. Aber gut, ich bleib hier. Hier könnt ihr euch ausruhen. Fühlst du dich jetzt besser? Viel Glück. Danke. Okay, weiter geht's. So, ich glaube, man muss hier längs. Zum Glück macht er auch ein wenig Damage. So. Okay. Hallo, komm mit! Warum bleibt der Affe immer stehen? Und noch ein Zelt. Yay. Und hier befindet sich absolut niemand. Hä? Verstehe ich nicht. Okay. Zivilisation! Tessie könnte unerwarteterweise auch im Wald leben. Ich glaube, das stimmt. No? Tessie lebt im Wasser? Ich höre, der Wind kommt auf, wenn Tessie erscheint. Hatschi! Ich glaube, ich kriege eine Erkältung. Haha. Lol, Noob. Was für ein süßer kleiner Affe. Möchtest du ein bisschen Kaugummi? Vielleicht mögen Affen kein Kaugummi. Hallo, ich habe den super-duper Kaugummi-Affen an meiner Seite. So, die Tessimanie hat dich also auch erwischt. Du hast Glück. Es ist möglich, dass wir vielleicht morgen Tessie sehen. Ich glaube, es kann man... mach. Tessie ist ein Gerücht. Ich bin der Koch vom Tessie-Bochtungsclub. Wie wäre es mit etwas Fleisch? Ja, klar. Nein, nein, du musst nichts bezahlen. Puh, ich muss nichts bezahlen. Hä? Du bist ein Freund, den ich noch nie zuvor getroffen habe. Jeff, geh nach Süden. Ich bin Paula. Wenn du mich hören kannst, geh in südlicher Richtung. Und wir haben die kaputte Spraydose repariert. Yeah, jetzt ist es ein Verteidigungsspray. Okay. Und draußen ist es wieder hell. Augenkrebs. Okay, was ist hier los? Darauf haben wir gewartet. Endlich! Es kommt heraus! Entschuldigung. Tessie taucht auf. Okay. So. Was soll dieser Strudel? Was war ein süßer? Ja. Du sagst immer dasselbe wie gestern. Okay, was ist mit dir? Nein. 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 Das kann nicht wahr sein. Also Fotos gleich und Jay. Ich bin fotografiert, Jay. Moment, das zu sagen darf. Okay, Martin, wir für immer. Werner, schau in die Kamera. Zack. Boah, ist das ein Stalker? Ich hörte, Wind kommt auf, wenn Tessie erscheint. Hatschi, ich glaube ja. So. Ihr wollt mir doch nicht sagen, dass nur ich diesen Strudel sehen kann. Juck. Gib mir etwas Kaugummi. Ich kümmere mich um alles. Was zum... Ach du Scheiße. Ist das Tessie? Okay. Die Mimik ist echt cool. Okay. Wir dürfen auf Tessie reiten. Yay. Oh, Tessie, geht das nicht ein bisschen schneller? Ja. Was kann ich denn so lange erzählen? Ich glaube, das ist die letzte Episode kurz vor meiner Reise nach Disneyland und Wacken. Und erst eine Woche später gibt es wieder Episoden von mir. Und ich bin da.
Boah, das hat gedauert. Danke, Tessie. Wink, 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 wink. Okay, komm mit Kaugummi. Aber wir gehen. Wir müssen nach Freed, wie auch immer wir dahin gelangen. Okay, weiter geht's. Was zur Hölle? Ein neuer Gegner. Es ist ein Mörderbock. Okay, mal schauen, was ich machen könnte. Machen kann, machen. Schuss. Oh, der zieht aber viel ab. Ach, scheiße. 4 HP. Okay, das geht ja noch. Okay, daneben. Nein, verdammt, ich hab noch 3. Ach, scheiße. Oh, was soll ich tun? Was soll ich tun? Gekochtes Ei. Nein, nein. Oh, daneben. Oh, jetzt verfehlt. Sonst hättet ihr zum ersten Mal gesehen, wie ich in der Öffnung gestorben wäre. Und wie ich generell zum ersten Mal gestorben wäre. Also, bis zum Game Over.